dementsprechend hat auch meine sportliche Karriere im Klettern relativ spät mit erst 28 begonnen. Davor war ich viele Jahre Jogger und dementsprechend habe ich da eine Sportart für mich entdeckt, die noch besser mit Handicap ausführbar ist, die unglaublich viel Spaß macht, die ich einfach liebe. Also allzu schwierig würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Man muss halt auch bereit sein, sich die verschiedenen Sportarten anzuschauen. Also Volleyball war es jetzt offensichtlich nicht. Da helfen zwei Arme durchaus. Und ja, es gibt zum Beispiel viele, die auch Rad fahren, dann mit Prothese. Aber für mich war es tatsächlich einfach, ja, das Joggen hat mir schon immer Spaß gemacht. Und als ich das Klettern kennengelernt habe, habe ich festgestellt, ich habe ja mehr als 75% aller erforderlichen Gliedmaßen dafür. Und es funktioniert erstaunlich gut. Und das Schöne ist einfach auch, dass ich gerade beim Klettern ja dann auch meinen Arm einsetzen kann, wie eigentlich sonst nirgends im Alltag oder beim Sport. Und das war einfach noch viel mehr wert. Ja, das war tatsächlich sehr schnell, weil an sich bin ich völlig alleine als Parakletter in meiner Halle und habe dann über Social Media eine Parakletterin in München kennengelernt, die einmal besucht und ja, das nächste war dann eigentlich, dass sie der Meinung war, hey, der Trainer hat empfohlen, komm doch mal mit auf einen Wettkampf nach Frankfurt und so schnell war man in seinem ersten Wettkampf und eigentlich auch das erste Mal so richtig an einem Seil beim Klettern und nicht nur eben beim Bouldern, das ist dann die Disziplin ohne Seil. Genau, und ja, dann ging es ziemlich schnell auch weiter. Nach dem Master, also internationalen Master in Frankfurt, kam dann eigentlich auch gleich Imst im nächsten Jahr und dann stehen natürlich die World Cups schon da. Und da war ich tatsächlich sehr überrascht, weil man so aus dem Nichts innerhalb von, ja, was sagen das, keine 6 Monate auf einmal auf einem World Cup startet. Also das ist schon, ja, ziemlich überraschend und wie schnell das tatsächlich geht. Ja, also wirklich eine der Hauptziele wäre, dass ich öfter ins Finale komme. Ich habe es jetzt letztes Jahr einmal tatsächlich geschafft und das war sehr motivierend. Und ja, dementsprechend Finalteilnahme ist natürlich eins meiner größten Ziele, weil meine Konkurrentinnen sind doch sehr starke Kletterinnen. Und man muss ja auch sagen, in meiner Klasse sind viele Frauen, die auch einen längeren Unterarm haben und damit ein bisschen weniger Handicap als ich. Also ich bin faktisch das untere Handicap-Ende meiner Klasse und habe damit auch gute Konkurrenz. Aber wenn ich mich ranhalte, ja, Motivation ist da und ich bin tatsächlich jetzt sehr aufs neue Jahr gespannt, jetzt 2024, weil ich da jetzt auch eben mehr Trainingsunterstützung bekomme, weil diese ganzen, ja, klassisch Leistungssport-Sachen erstmal angehe mit einem Trainingsplan, der erstellt wird und habe da schon Hoffnungen, dass das Ganze mich auch unterstützt, weitere Leistungen bringen zu können. Ja, die Traininganzahl, das variiert meistens zwischen 3 bis 5 Mal die Woche, kommt auch immer drauf an. Natürlich sind die Trainingsvarianten auch unterschiedlich, das heißt, man ist nicht nur am Klettern, sondern macht auch mal ein bisschen Kraftsport, Ausdauersport ist wichtig und natürlich Dehnen für die Beweglichkeit, weil so umso besser kriegt man seine Beine auch in der Wand hoch, das ist sehr hilfreich. Und ja, in der Halle habe ich tatsächlich große Unterstützung von meiner Sektion, da bin ich absolut dankbar. Und was natürlich fehlt, ist natürlich Paraclimbing-Routen. Aber die sind sehr speziell. Das ist natürlich auch gerade mal in Europa eine Handvoll an Routenschraubern, die überhaupt wissen, wie man solche Routen baut und integriert und auf was man achten muss. Und dementsprechend ist es natürlich was, man kann natürlich nicht verlangen, dass eine Halle für eine einzelne Person jetzt eine Route in die Wand schraubt. Aber ja, dafür brauche ich mehr Kreativität, um die bestehenden Routen lösen zu können.